Hi Leute und willkommen zurück zu Sacred 2, Fallen Angel. Wir sind dabei, das Blutgebiet hier ein bisschen zu erkunden. Wir sind bisher eigentlich nur mal ein bisschen hier rumgerannt. Wir könnten da uns auch mal gucken. Also machen wir jetzt hier so die Quest weiter, vielleicht gucken wir uns später nochmal um. So viel ist ja noch nicht an starken Gegnern, aber zumindest haben wir noch ein paar Quests. Dann der 5 Gehirne zerfallener Zombies. Man sagt, die Inquisition wäre herzlos. So, ich beweise Zombies. Dir das Gegenteil. Aufgenommen, also müssen wir sammeln. Nehmen wir doch auch mal die Feste direkt an. Ach, ist nur einsammeln, ist ja easy. Schaden. Er ist der Schaden gemacht hat. Ich bin begeistert. Oh, noch einer. Komm her. Oh, ich hänge schon wieder fest. Was ist das für ein Dreck? So, das ist der nächste. Ups, da rein. Nee, kann ich nicht alle öffnen, wer ist ja. Es waren 5? Ja, es waren 5. Die Panzer. Aha. Sehr gut, das kleine dort muss mein Schwiegervater sein. Wartet einen Moment. Okay. Ein weiterer Haken im Questbuch. Zwei Gehirne habe ich wiederbeleben können. Bei den anderen dreien war Hopfen und Malz verloren. Die taugen nicht mal mehr als Fischfutter. Alles verläuft wie geplant. Okay. Erkundet die Situation bei der Krypta. Die Inquisition wird sich um diese Angelegenheit kümmern. So, hier fühlen wir uns doch eigentlich ganz wohl, ne? Du warst Inquisitor und eine fette coole Spinne. Oh, das ist ein Blutfluss. Oh, ich bin fest. Oh, komm schon. Kannst natürlich auch noch da hinten umsehen jetzt, aber ich glaube, das tut nicht nötig. Ich bin allmächtig! Eigentlich habe ich gerechnet, dass sie ein bisschen mehr rausholen bringen hier, aber einfach nein. Dafür kriegen wir ein paar gute Items. Ist auch was. Der rote Fluss. Ja, das ist schön. So, fallen wir gut so. Stark den Angriff. Was? Fast zu einfach.
Was denn? Diener des Todes. Fühle dich geehrt. Ich helfe dir. Ist ja gar nichts. Wie sehen die eigentlich aus? Auch kaufen die anzugreifen. Den komischen Hut auf. Glatze. Okay. Ihr wollt auch sterben. Okay. Was ist das? Scheinbar. Für Hinweise. Auch wenn es meinem Stande nicht entspricht, euer Auftrag interessiert mich. So, ich muss mal alles verkaufen wieder. Weg. So genau, das wollte ich noch einlagern. 42 klingt auch ein bisschen klein. 41 auch. Das machen wir mal weg. Kannst du mich hinbringen? Komisch. Na gut. Hä? Hat irgendwie einen übersehen, der mich angegriffen hat? Haben wir den Angriff abklären und so? Knopf? Ja. Oh nein. So, da hinten scheint noch irgendwas zu sein. Du. Hast du es geschafft? Nö, ja, aber noch mehr. Die Unterwelt mit dir! Jetzt haben wir's. Haben wir's abgeschlagen, sehr schön. Haken im Quellbuch. Oh, wieder zwei gute Sachen. Ich folge diese Sache nun schon seit Jahren. Man nennt mich einen bösen Wolf, weil ich Probleme löse. Durch den Landsitz der Magierin, die Janja. Ein glorreicher Tag für mich. Die Inquisition. So, jetzt haben wir irgendwas cooles gekriegt hier, habe ich glaube ich gesehen. Eine Aura der Macht umgibt diesen Gegner. Die ganze Erfüllung. Ist das gleiche? 20, 20. Ist das echt das gleiche? Kritische Treffer, 3,2%. Ja, das ist gleich, aber hier habe ich was gesoffelt, dann nicht. Aura der Macht umgibt diesen Gegenstand. Und hier haben wir nochmal Barakis Weg in die Unterwelt. Geschändete Götter. So, geschändete Götter. Ja, zum Unteren. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und das Sakis, wer ist das? Sakis Weg in die Unterwelt. Haben wir dafür überhaupt schon irgendwas? Nee, dann werden wir es doch erstmal wegpacken. Wobei 18, 19. Gibt es hier nicht viel. Der Rest der Fähigkeiten ist, glaube ich, auch nicht so stark, oder? Kampfverbesserungs. Fernkampfverteidigungswerte. Oh Gott, nein. Keiner, der hier irgendwie. Oh, leuchtet das hier so krass. So, verkaufen wir noch ein bisschen Kram. Weg, weg, weg. Durchsichtiges Wurfgefäß. Einfach weg. So, das können wir nochmal einlagern. Das auch. 34, ja. Ich sollte mal einen Kantiner holen. Wo bist du überhaupt? Ja. So, erstmal alle Charaktere dazu rüberziehen. Das darüber. Ein paar Handschuhe. Und ein paar Stiefel. Sack ist Tor halt. Oh, sind gleich. 18. 18. 3 und 3 plus 1. Auch 5%. 22, ja gut, dann haben wir die schon. Dann kannst du doch wieder verkauft werden. Schade. Ich dachte, was Neues. Ja, kann weg. Ah, nein, warte. Pass auf. Oh,
vorbei. Kann ich irgendwie teilen? So, wieder ganz weg. Das kommt weg. Anti-Gift kommt weg. Eigentlich brauche ich nur die. Ja, dann können sie sich mal ansammeln, ja, aber. Ich muss mal ein bisschen langsamer wieder auffüllen lassen und nicht immer wieder einzelne kleine Teile verkaufen. Da muss ich nochmal hin. Einmal noch auf die andere Seite. Ich hoffe, ich gehe jetzt noch richtig. Ja, müsste. Ich glaube nicht, dass es noch irgendwie ein Übergang ist. Ernst? Mutig, mutig. Willst du uns einmal in Ruhe lassen? Ist einfach zu schwach. Ah. Das ist ein bisschen schade. Weil der Endkampf war richtig stark. Und hier jetzt so keine Herausforderung mehr. Das sah ein bisschen auffällig aus. Ich wollte es untersuchen. Ich hab den nicht mal angegriffen, den Kleinen. Ist einfach so explodiert. Oh. Okay. Nein. Speichern, bevor wir reingehen. Ja, die Tür scheint von innen verriegelt zu sein. Ernsthaft? Jetzt? Ah, jetzt brauchen wir den Schlüssel. Von innen verriegelt. Einfach aufbrechen oder so. So. Hm, verschlossen. Vielleicht weiß Galdai ja etwas zu sagen. Das war nun fast zu einfach. Na, er bringt mir die Haarsträhne eines Todesboten sowie 4 Oberarmknochen ihrer Diener. Man nennt mich einen bösen Wolf, weil ich Probleme löse. Gut, machen wir das nochmal. Den angreifen. Das ist eine Verarschung. Na gut. Er findet für uns ja noch andere. Passt schon. So, was hast du? Komm her. Stehen. So, haben wir. Perfekt. Ah, ihr habt das also besorgt. Das war nun fast zu einfach. Das macht ja wieder irgendeinen Scheiß. Ah, so dass die. Sieht doch gut aus, oder? Vielleicht etwas klapprig, aber ich bin schließlich kein Struvit. Ein glorreicher Tag. Jetzt nix. Die Inquisition. Ein Schatzzauber mit Hilfe der Harfe. Sorgt ihr euch nur um die Kollekte. Ich werde bald zurück sein. Reine Totems. So, es hat mir jetzt immer noch geholfen, das Ding aufzubringen. Ich wollte auch rein. Wir machen erstmal die Aufgaben, die ich jetzt. Aha. Jetzt auf dieser Seite des Flusses sind. Oh,
Auch wenn es eigentlich nur... Ja, das ist immer ein bisschen blöd, dass es so viele Laufquests sind, aber naja. Jetzt mal, man muss ja irgendwie die Welt finden. So. Zack. Speichern und rein da. Ich habe den Schatzzauber gebrochen. Schutzzauber. Ups. Oh. Okay, na fast auf unserem Level sind. Zumindest grün. Cool, dass hier immer noch ein paar kleine Viecher jetzt spawnen. Haben gespawnt, schon tot. Ernsthaft. So, hier. Na los, heran. Was sind für Airboss? Aha. Die Inquisition ist Sieger. Auch diese Animation, diesen Tentakel, die da abgegangen sind, voll geil. Die sterben. So. So, sterbt. Machtzug, nehmen wir. Vielleicht mal verstärken. 42 bringt mir, glaube ich, nicht viel. So, ganz dahin. So, jetzt können die beiden sich schon mal wieder auffüllen. Brauchen noch ein grünes und dann passt das. Und sich wieder bis 99 hochpushen. Auf diesen Schwierigkeitsgrad brauchen wir eh nicht so wirklich. Kann ich auch angreifen? Ich bin vorbeigelaufen? Scheiße. Ich bin zu weit. Aber wie bist du gestorben, mein treuer Diener? Unglaublich. Was? Machen die nicht denn fertig? Boah, es ist dunkel hier drauf. Ich habe gar nichts. Aha. Toll, schwacher Trank des Mentors. Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Oh, warte. Aber noch was. Dafür lohnt sich jetzt zum Beispiel Sichtweite, aber. Es scheint, als habe ich mein Ziel erreicht. Die Tür ist verschlossen. Vielleicht haben die Totems etwas damit zu tun, die hierbei stehen. So, wo sind die Totems jetzt? So, stirb. Moment. Ich kann nicht so viel öffnen. Das ist nicht gut. Das hält mich doch bloß auf.
Wo sind genau die Totems, die er meinte? Er ist jetzt nur hier ein paar Heinis gefunden. Na los, geh ran. Aber ich muss sagen, es lohnt sich. Und es macht Spaß, mal solche komischen Viecher hier platt zu machen. Was ist das eigentlich genau? Todesboden. Schade, das wäre jetzt so eins dieser Totem. Bin ich jetzt hier richtig? Eigentlich geht das wieder auf. Ach, das ist das, was wir vorher hatten, ne? Das sind wir nur aus einer anderen Richtung reingekommen. Okay. Schon wieder da? Kann ich so schnell respawnen. Mal sterben. Ah, die Totem, die Totem. Was meinen wir mit den Totem? Ich sehe nichts, was ich zerstören kann. Richtig, was ist mit denen? So, hier kann ich durch. Okay. Nee, komm her. Ah, hier komme ich her. ...18 XP, das ist ja gar nichts. Kann man gerade hier rüberlaufen. Wird da noch irgendwas haben? Entweder bin ich blind, dass ich diese Totems nicht sehe, was er da sagte. Oder es gibt ja einfach keine. Wo sind die Toten, von denen er geredet hat? Nur eins Tote. Aha. Ja, von überall rumstehen kann jetzt nicht die Rede sein. Aber na gut. Zumindest haben wir das eine gefunden, was er brauchte. Alter, das sieht schmerzhaft aus.
Und so tot umliegen. So, nehmen wir das nochmal. Aber ich möchte mal kurz hier unten gucken. Hochverschlossen. Ah, oh, schade. Ich weiß aber noch einen Gegner, aber auf den kann ich verzichten. Zurück. Vielen Dank. Aha. Oh, ich brauche einen Fernkämpfer. Das ist ja nervig so. Komm her. Vier praktisch, Schwerne. Krass. Da oben. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich jetzt hier unten rein? Aha. Der Tod eines Dämons. Das kann ich nicht mehr unterbringen. Ach du Scheiße. Ich bin schon wieder so voll. Oh, Alter. So, das weg. Halt. 50, das können wir doch mal nehmen. 44, 47, ja. Nee. 45, nee, schade. 42, das ist auch zu schwach. 42, 42. Auch 42, was sollen wir direkt? Ah, schade. Toll, ist hier nur so ein kleiner Raum. Ein Teleporter. Oh. Wo will ich denn da jetzt hinkommen? Oh, oh, ich will das gar nicht wissen. Oder? Will ich das doch wissen? Wie soll ich jetzt hier rausgehen? Na komm, geh mal durch. Ich will es doch wissen. Ah, der hat mich also direkt rausgebracht. Brauchen wir schon mal nicht mehr laufen. Ist klar. So, dann gehen wir die Mission noch ab. Dann werden wir für heute auch erstmal wieder durch. Gucken mal, was für kleine Aufgaben wir noch beim nächsten Mal finden. Bekommen. Der will explodieren sich von selbst, kann das sein? Können wir jetzt nichts machen, wenn ich noch so ein Viech sehe? Na schade, ich kann es mal sehen. Naja. So, hier. Klasse, hier ist auch noch. Ich hatte nie Zweifel. Schöpfungsschlag. Das ist eine Fähigkeit für irgendeinen Charakter. Tempelwächter, okay. Oh, ich habe schon wieder. Genug kleine Trinker gekriegt. Ah, nicht du. Du. So. Geordnet. Passt. Und erst. Gut, dann beenden wir erstmal hier wieder den Part für heute. Wir werden beim nächsten Mal hier die beiden Aufgaben erledigen. Mal gucken, was uns noch irgendwo hintreibt. Scheiße, wir hier nicht einfach noch hingeleitet wurden. Naja. Gut, wir wenden hier und bis zum nächsten Mal. Ciao.